Ja, bevor das eigentliche Video heute losgeht, noch ein Hinweis, dass jetzt in 2 Tagen ein großer Polaritätskurs losgeht. Letzte Chance, um noch zum Frühbucherpreis einzusteigen. Danach wird es dann deutlich teurer, der Kurs. Hab gerade so die letzten Schliffe gemacht, beziehungsweise bin dabei mit einem Take über Angela Merkel. Die ist polaritätsmäßig sehr interessant. Und mache jetzt noch 2 Trance-Übungen für die Yin und für die Yang-Polarität. Und dann ist der Kurs auch bald fertig. Da war echt lang dran gesessen jetzt. Und bin gespannt, was ihr dazu sagen würdet. Aber jetzt geht's dann erstmal ins Video. WB Audio Capture, not registered. Psychologe und wir haben mal wieder eine Beziehungs-E-Mail, Beziehung, die scheinbar nicht rund läuft. Und aber schon länger läuft und schauen uns das mal an, würde ich sagen, ne? So, wir haben uns kennengelernt als kurz nach dem Tod meines Vaters, wo es mir nicht so gut ging. Und ich war noch unter 20 und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Also ich habe meinen Vater noch gepflegt, war ich gerade erwachsen und hatte damals einen Freund, der mich auch nicht gut behandelte. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann ihr euch kennengelernt habt, aber scheinbar relativ früh. Ich war beim Kennenlernen gänzlich verunsichert, verängstigt von der Welt und den Ergebnissen. Daher wollte ich mich nicht sofort eine Beziehung, sondern länger kennenlernen. X wollte nicht warten, er drängte mich und ich stimmte zu. Ich kannte damals nicht Nein zu sagen. Ja, es hört man natürlich hier sofort raus, aber schreib's jetzt auch sofort. Ich kannte es damals nicht Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Die Ambivalenz in mir bleibt und steigt seitdem weiter. Ich kenne es an mir aber auch, irgendwann sehr wütend und gemein zu werden, um dann alles abzureißen, Gefühle an, aus. Also wir haben hier scheinbar eine Beziehung, wo du sagst, du hast so Issues und dein Partner hat wahrscheinlich auch Issues. Ist auch immer gut, so beides zu sehen. Also jetzt die Ambivalenz, die du hast, ist vielleicht auch nicht immer ganz leicht. Aber gut, wir haben natürlich alle, also ein bisschen Ambivalenz haben wir natürlich auch alle. Zu Beginn habe ich Fehler gemacht, die X verletzt haben. Zum Beispiel mit letztem Ex getroffen zum Reden, mit dem ich fast 4 Jahre zusammen war, weil ich nur zu ihm Vertrauen hatte. Ohne Bettsport werden zum Ende keine romantischen Gefühle mehr füreinander, weshalb ich Schluss machte. Okay, ja, kann ich verstehen, dass das vielleicht nicht leicht war. SWB Audio Capture, Freund, weil not ich spürte, registered. Dass ich sehr abhängig und anhänglich war, einige unstimmige Ansichten hatte, in Klammern keine Kompatibilität, habe ich Schluss gemacht. Nach einer Woche waren wir wieder zusammen. Er wollte es, ich ging darauf ein. Ja gut, ihr wart ja scheinbar immer noch jung hier und naja. Ein halbes Jahr mit X blieb es trotz dieser Anführungszeichen Fehler gut. Ich sollte nach etwa einem halben Jahr die Familie in der Südostmongolei kennenlernen. Das war mir wieder zu schnell. Ich machte es nach viel Überzeugungsarbeit trotzdem. X war von meinem Verhalten sehr enttäuscht. Also es wirkt so ein bisschen so, als wenn du eher so ein bisschen im Minus bist hier, ein bisschen auf der Bremse stehst. Dein Freund macht mehr irgendwie, ein bisschen plussiger. Was aber nicht heißt, auch Leute, die ein bisschen mehr im Plus sind, können sehr schwierig sein, ne? Wenn man mal krasse Pluspole gedatet hat. Also das heißt jetzt erstmal gar nichts. Wir studierten beide, er arbeitete zusätzlich am Wochenende, ich später auch. Ich wohnte dann einige Jahre in einer WG, er im Elternhaus wegen Geld sparen. Ja, okay, ist ja auch irgendwie nicht so sexy, ne? Er wollte nie zusammenziehen, nach einem Jahr sollte ich immer zu ihm fahren, was ich 7 Jahre tat. Ja, also obwohl er ja so ein bisschen plussig war bis jetzt, ist ja jetzt so, dass, ich vermute mal, vielleicht ist er jetzt auch im anderen Land oder so, dass du jetzt immer den Weg zu ihm machst. Das finde ich nicht richtig, ne? Also ich finde, beide sollten immer gleich viel investieren in eine Beziehung. Und also auch wenn er jetzt mehr gedrängelt hat, machst du jetzt trotzdem mehr scheinbar. Okay. Wir sahen uns kaum. Nach dem halben Jahr wurde er launischer und beleidigend. Okay, nicht gut. Ich sollte mich beweisen, Abbitte für meine Fehler leisten. Er zeigte eine andere Seite. Ich gab immer klein bei, weil ich meine Fehler einsah. SWB Audio Capture, akzeptierte not registered. Protest, die beginnende Krümelbeziehung. Ja, jetzt haben wir hier eine ganz interessante Sache. Das gibt es auch gar nicht so selten. Also, dass er zwar mehr Tempo gibt, trotzdem
scheint eher so der, soll ich das jetzt mal sagen, also es wirkt so ein bisschen so, als wenn du jetzt mehr so in diesen co-abhängigen Pol gehst, was wir sonst eigentlich auch immer Pluspol nennen, aber das ist, ich fasse das häufig zusammen, aber eigentlich gibt es diese zwei Ebenen in der Beziehung. Es gibt so jemand, der sich ein bisschen zurückzieht und jemand, der ein bisschen mehr Nähe will, obwohl das ist ja hier auch schon wieder nicht mehr ganz klar, ob du nicht sogar mehr Nähe jetzt willst. Und dann gibt es so vom Verhalten sozusagen jemand, der eher so ein bisschen schwieriger, vielleicht auch manipulativer ist und jemand, der eher, sagen wir mal, so im weitesten Sinne co-abhängig agiert. Obwohl es hier jetzt ja auch, wenn du krümelig schreibst, bist du scheinbar ja auch schon, vielleicht bist du auch, was das andere angeht, schon im Pluspol und eher im Minuspol. Hört sich fast so an. Wir sind jetzt 8 Jahre zusammen. Seit einem Jahr, Ende Master, wohne ich mit ihm in seinem Elternhaus. Ist jetzt immer die Frage, wohnen seine Eltern da jetzt auch noch? Oder gibt es sie nicht mehr? Wissen wir jetzt nicht. Seit Beginn der Beziehung spricht er vom Kauf eines Hauses mit mir, vom Leben zu zweit. Er hat viel Kapital, immer im Elternhaus gewohnt und gearbeitet. Ich bin Berufsanfänger wegen langem Studium und nun einen gut bezahlten Job. Ich bin integriert in die mongolische Familie. Also natürlich nicht mongolisch, aber jetzt so der Anonymität wegen. Wir machen alle 4 Wochen mal etwas wie einen Spaziergang. Außer Bettsport lässt er seit vielen Jahren keine Nähe zu. Ja, okay, also offensichtlich bist du jetzt unter jedem Aspekt im Pluspol angekommen, okay. Und offensichtlich leben die Eltern ja auch noch. Also das finde ich eine ganz ungünstige Konstellation. SWB ja. Audio Capture. In der Zwischenzeit habe ich weitere Fehler gemacht. Ja, gut. Wissen wir jetzt nicht, was du damit meinst. Ich habe mich erneut getrennt. Er ließ kaum Nähe zu, abweisend, beleidigend und wütend. Ja, also das sind auf jeden Fall genug Gründe, sich zu trennen, würde ich mal sagen. Nach einer guten Phase, eine Woche kommt oft der Streit. Also eine Woche gute Phase, eine Woche Streit, dann Ignoranz, wieder eine Woche. Ja, also ich denke, ihr habt ja so eine heiß-kalt-Beziehung und aus der sich bestimmt schwer zu lösen ist, weil die kann durchaus ein bisschen abhängig machen wegen diesem heiß-kalt. Aber das ist nichts, was wir eigentlich hier auf dem Kanal ansteuern, ne? Eher friedliche Beziehungen, kompatible Beziehungen, liebevolle Beziehungen. Und hier ist, ja, wahrscheinlich eure inneren Kinder, sag ich mal so, am Werk irgendwie mit euren biografischen Erfahrungen vielleicht. Hört sich nicht gut an, ne? Meine Fehler gaben ihm das Recht, mich so zu behandeln. Ja, aber was auch immer du machst, wir alle machen Fehler, gibt's keinen Grund, schlecht behandelt zu werden, ne? Also ich vermute, das wirkt auf mich so zwischen den Zeilen, lese ich hier so raus, dass er dich nicht gut behandelt und das gibt's keinen Grund, das zu akzeptieren, auch wenn du auch mal irgendwas falsch machst. Deswegen muss man ja nicht schlecht behandelt werden, ne? Wir machen alle Fehler, ne? Also musst du echt aufpassen. Also natürlich, deswegen sage ich auch immer, Spielfläche sauber halten, aber also richtig krasse Fehler kann ich jetzt ja auch nicht sehen, außer so ganz am Anfang, okay, mit dem Ex-Freund treffen. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, ob du deine Fehler vielleicht schon so groß siehst, weil er sie auch so groß macht. Und also wir wissen ja, toxische Beziehungen, wissen jetzt nicht, ob das eine ist, aber laufen wir immer so nach Lovebombing, könnte es gegeben haben, kritisieren und dann ja kommt es irgendwann zur Beendigung der Beziehung. In diesem Fall von dir, aber ich hört sich für mich auch so an, als wenn da so eine SWB Audio captured, not registered. Und auch dann dich schlecht behandeln, dann offensichtlich begründet damit mit deinen Fehlern. Ja, das hört sich irgendwie nicht gut an. Meine Fehler von Beginn an will er mir zurückzahlen. Oh Gott, das hat aber mit Liebe alles nichts zu tun, ne? Sagt das heute noch. Macht aber wenig. Ja, aber ist das nicht sowas wie drohen? Und was ist das überhaupt? Ich meine, Liebe ist ja so verzeihen auch, ne? Und nicht irgendwas. Ich meine, wo hast du jetzt wirklich irgendwas richtig Handfestes gemacht? Das kann man ja gar nicht sagen. Das ist jetzt auch irgendwie kein Megadrama mit diesem Ex-Freund. Und was muss denn da zurückgezahlt werden? Also, es klingt für mich so, als wenn er weiter Gründe sucht, dich schlecht zu behandeln. Ne? Es ist ständig Schwebe, kein Einlassen seinerseits. Er reagiert auf meine Rückzüge immer heftig, abweisend, beleidigend. Ja, also es kann ja sein, dass du auch viel Ambivalenz hast.
Aber was du ja scheinbar nicht machst, schreibst jetzt nichts davon, dass du ihn schlecht behandelst, sondern aber, dass du ihn vielleicht auch triggerst mit Rückzug von deiner Seite. Vielleicht hast du auch Bindungsangstthemen. Alles so Fragen, die ich jetzt mal so einstreue hier. Und das ist halt immer schwierig, wenn beide kein, was man, glaube ich, vermuten kann, kein sicheres Bindungsmuster haben, triggert man sich immer weiter. Also deswegen wäre es wahrscheinlich für euch beide gut, ihr hättet einen sicheren Partner und nicht euch beide hier, sage ich mal. Aber trotzdem kein Grund, schlecht behandelt zu werden. Ne? Standards und Dealbreaker, ne? Denkt immer an Modul 1. Bestimmte Grenzen sollten einfach nicht überschritten werden, egal wie viel Bindungsthemen ihr habt. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass es hier der Fall ist, ehrlich gesagt. Ist es aber selbst ausschließlich, bis auf sehr wenige Ausnahmen. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Meinst du jetzt, dass er sich auch immer zurückzieht? Weiß ich jetzt nicht genau. Nach der zweiten Trennung hieß es, männliche Freunde seien erlaubt. Hatte ich früher viele. Ja, gut, ist natürlich auch nicht so leicht für ein paar andere. Ne? Er zeigt kein Interesse an meiner Familie oder an Freunden. Er sagt, er arbeitet viel, sodass ich mit seltenen Ausnahmetreffen immer allein bin. Ist es das, was du willst? Ich glaube nicht. Ne? Andersrum wird verlangt, dass ich komme. Wenn notwendig, emotionale Erpressung. Ja, okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall was Manipulatives. Er arbeitet immer, nennt alles Arbeit. Der Hauskauf ist seine Mission. Ich werde ständig mit anderen Mongolonerinnen verglichen. Ich selber habe auch so einen Immigrationshintergrund, soll schnell arbeiten und keinen Master machen wegen Hauskauf. Ja, das ist natürlich, das finde ich super toxi. Also dich jetzt noch klein halten hier. Also sorry, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, aber ich weiß doch selber, dass das nicht taugt, oder? Verhält sich pedantisch im Elternhaus. Ja, was willst du mit so einem Partner? Willst du mit dem noch Kinder kriegen? Was meinst du? Was dabei rauskommt. Ich leide darunter. Ja, ich selber möchte keine Nähe mehr. Weiß nicht, was mich hält, aber ich leide sehr darunter. Ja, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Ich mag seine Familie. Habe selbst nur noch ein Geschwister. Er ist verlässlich. Also ist jetzt nicht meine Definition von verlässlich, was du hier beschreibst, ehrlich gesagt. Und manchmal nett, ja, da sage ich ja immer, in Nordkorea scheint manchmal auch die Sonne. Also ihr solltet Leute nicht nach den wenigen netten Momenten beurteilen, sondern eher nach den Momenten, wo sie manipulativ sind und kalt und abweisend. Weil das ist was, was ich SWB Audio Capture not registered. Ich bin scheinbar die Schuldige. Ja, okay, haben wir jetzt noch Schuldumkehr immer, womöglich. Dennoch habe ich keine Kraft mehr, walking on eggshells, Launhaftigkeit, als hätte er zwei Gesichter. Ja, wie Zuschauer meines Kanals kennen, nicht gut. Typische Beschreibung von, ja, destruktiven Beziehungen. Hört sich nicht gut an. Heute bin ich Freund, morgen Feind. Ja, das ist eigentlich so typisch toxische Beziehung, sage ich mal, wobei ich das jetzt scheint doch sehr in die Richtung zu gehen, sag ich mal, auch wie du dran hängst. Aber ist jetzt natürlich letzten Endes nicht hundertprozentig zu beurteilen, aber also allein was das so, dieser Unterton gefällt mir gar nicht, sag ich ganz ehrlich. Und heute bin ich Freund, morgen Feind, das ist schon typisch so destruktive Beziehung auf jeden Fall. Also willst du in so einer Beziehung sein? Ich glaube eher nicht, ne? Zum Hintergrund, bin mit Paternalisierung meiner Mutter aufgewachsen. Also das heißt wohl, dass du die Mutterrolle übernommen hast, die emotional distanziert war wie mein Vater. Ich wurde nicht gesehen, wir sind isoliert aufgewachsen. Meine Mutter war schwer psychisch krank, hat oft überreagiert, viel auch physische Übergriffe. Mein Geschwister, 5 Jahre älter und ich, haben uns gegenseitig großgezogen. Sie ist, hat auch eine schwere diagnostizierte psychische Störung. Ich war auch 3 Jahre in Therapie, also mit so einer, ja, natürlich so einer Biografie und überhaupt,
was du hier so schilderst, ist natürlich super Idee, dann auch mal selber in Therapie zu gehen, könnte ich mir vorstellen. X musste früh und viel arbeiten, hatte kein sicheres Zuhause. Ja, das ist ein bisschen, was ich meine. SWB Audio Capture, beide, glaube ich, sehr verletzt innere Kinder habt. Und das ist, gibt zwar so eine Wundenanziehung, also das zieht sich sehr an, ist aber trotzdem, ja, muss man echt aufpassen, dass man nicht die nächste destruktive Familie gründet. Weiß sicherlich schon, wie ich es meine. Ist relativ ärmlich aufgewachsen wie ich, wurde schlecht behandelt vom Vater, mit dem wir zusammen wohnen. Er erzählte nichts von seiner Vergangenheit. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr viele ähnliche Themen habt und trotzdem unterschiedliche Rollen einnehmt. Gibt ja eigentlich immer in schwierigen Familien, also in deiner scheinbar auch immer, Geschwister, die, wie soll ich mal sagen, so eher so Richtung immer drehen um andere, also Richtung Co-Abhängigkeit gehen und Entwicklungen, die so eher Richtung ich drehe mich nur um mich gehen so und diese beiden ziehen sich dann oft an wieder in neuen Beziehungen. Also du scheinst dich ja sehr um deinen Partner zu drehen, obwohl du auch, ja, das ist dir schwer macht, glaube ich, eine echte Nähe herzustellen, die aber auch mit deinem Partner, glaube ich, gar nicht geht. So. Und er dreht sich scheinbar sehr um sich und sein Hauskauf. Ne? Seine Familie hält zusammen, ist aber schwer übergriffig und einnehmend. Ja, wie scheinbar deine Mutter und deine, wenn ich das so richtig sehe, deine Schwester auch. Wir vergessen oft auch den Einfluss von allen Dingen von älteren Geschwistern. Also da sehe ich ja auch ganz klar einen unmöglichen Einfluss, der vielleicht sogar genauso groß ist wie der von Eltern. Ja, meine ist nach dem Tod meines Vaters auseinandergebrochen. Der Schmerz ist bis heute, deshalb ist mir seine sehr wichtig. Ja, also hört sich doch so ein bisschen nach Reinszenierung an. ist auch nicht schlimm, das heißt, es ist nicht schlimm, aber das passiert so leicht, obwohl man es eigentlich weiß. Aber ist das nicht unter Umständen ganz viel das, was du kennst aus der Kindheit, was du von deiner Schwester kennst, also manipulative Sachen nicht gesehen werden, SWB Audio Capture, genau das, not registered. Kennst und besteht da nicht die Gefahr, dass dann noch viel mehr dazukommt und ist das nicht alles eine ganz unglückliche Situation? Ja, ich verstehe, dass du seine Familie magst. Das scheint mir auch ein wichtiger Grund zu sein, warum du vielleicht nicht gehst irgendwie. Und zweitens natürlich so dieser Stallgeruch, der einen so hält, ne? Aber ist das wirklich, wie du Beziehungen leben willst? Und ich meine, es ist ja schön, dass du da so ein bisschen Familienanschluss hast, aber ist es das wert, so eine schwierige Beziehung zu führen? Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass du da auch Anteile hast, aber wie gesagt, so zwei schwer verletzte innere Kinder zusammen in einer Beziehung ist halt oft zu viel. Ne? Es ist besser, sich jemanden zu suchen, der so ein bisschen heiler ist, sage ich mal. Man kann natürlich auch immer weiter sich beraten lassen vor Ort. Ne? Das ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, grundsätzlich. So, ich habe mittlerweile jemanden kennengelernt, dem ich nicht wehtun möchte, weshalb ich dringend eine Antwort suche. Ich danke für deine Arbeit und die Antwort hier drauf. Ja, also offensichtlich bist du so unhappy, dass du jemanden kennengelernt hast. Und wir wollen ja eigentlich immer dieses Warmwechseln und so vermeiden. Und Reike, also das hat dein wie auch immer das Blöde läuft, hat dein Partner natürlich auch nicht verdient, ne? Dass du ihn jetzt womöglich betrügst oder irgendwas parallel laufen lässt. Und aber zeigt dir das Universum nicht auch, ja, dass du da einfach unhappy bist irgendwie und kannst du nicht auch woanders Anschluss finden? Kannst du nicht einen eigenen Freundeskreis aufbauen? Kannst du nicht einen netten Freund haben, der auch eine nette Familie hat? Also ich finde mal, es gibt letzten Endes keinen wirklichen Grund, in einer womöglich ungesunden oder destruktiven Beziehung zu sein. Da gibt es keinen Grund auf der ganzen Welt, finde ich. Also es sei denn, keine Ahnung, man muss, es gibt sicherlich Kulturen, wo man sowas bleiben muss. SWB Audio Capture, not registered. Also viel nach Reinszenierung. Und da würde ich, glaube ich, mal weiter gucken. Und natürlich sollte jetzt der Neue nicht auch wieder sowas sein. Also ist, glaube ich, super wichtig, weiter, ja, seine eigene Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, dass du vielleicht nicht ganz so ambivalent bist, aber ich glaube, habe jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass das so ein guter Ort ist. Also es ist ja doch zu 80-90% total negativ, was du hier schreibst, außer diese nette Familie, aber du kannst ja nicht mit einem Boyfriend zusammen sein, der dir nicht gut tut, nur weil die Familie nett ist. Und außerdem, ist sie wirklich so nett oder
Hast du da vielleicht auch da womöglich zu niedrige Standards, einfach nur, weil du gern in Kontakt sein möchtest, so, ne? Und das ist immer so, das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Bedürfnis, in Kontakt zu sein, aber da solltest du hohe Standards haben, ne? Ja. Dann lieber, ja, keine Ahnung, Freundeskreise aufbauen, die wirklich, also wie ich immer so sage, sichere Menschen sind. Also es klingt für mich nicht so nach so sicheren Menschen. Und irgendwie scheint es einer Familie, vielleicht sind die nett und so, das kann ja alles sein, aber irgendwie scheint es ja auch irgendwie auch schwierig zu sein. Also verstehst du, wie ich meine? Aber das jetzt noch einen dritten mit dazu zu bringen, vor allen Dingen so mit deinem volatilen Boyfriend hier, halte ich für keine gute Idee, die das Ganze noch sehr viel weiter ungünstig aufbauschen kann, sag ich mal gelinde gesagt. Also ich denke, du solltest auf jeden Fall auch dran arbeiten, deine eigene Spielfläche sauber zu halten. So, ne? Damit meine ich jetzt nicht, dass du dich vielleicht mal zurückziehst oder so, aber ich würde auf keinen Fall jetzt eine neue Front aufbauen, indem du wirklich ja jetzt parallel jemand anders kennenlernst, während du da in der Beziehung bist. Das würde ich nicht machen, weil das kann ich glaube, da kommt nicht viel Gutes raus und ist auch keine gute Art, jemand Neues kennenzulernen. So, ich glaube nicht auch nicht, dass man da, die Katze macht wieder Theater hier. Der Zoo ist wieder am Start. Ich glaube auch nicht, dass du da wirklich gut gucken kannst, ob der neu wirklich zu dir passt und ob das nicht wieder nächste Station ist vom gleichen Liebeschip. Also für mich klingt das so, als wenn du sehr unhappy wärst und nur wegen Stallgeruch und so da bleiben. Keine gute Idee. Freunde kannst du auch woanders suchen. Also bist ganz ehrlich, bist ja auch noch jung und dann kannst du auch gerne jemand Neues kennenlernen. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Und denke, werden auch viele in den Kommentaren schreiben, dass das doch, dass man irgendwie das Gefühl hat, du, was wir ja alle erstmal machen, dass wir unsere Familie weiter daten, sag ich mal, aber nur in neuem Gewand, dass da doch vieles eine Wiederholung ist, was du kennst. Und das sollte man natürlich vermeiden. Du hast da schon so eine Biografie. Gerade auch so, ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, also könnte ich mir vorstellen, dass deine Schwester vielleicht auch recht manipulativ ist. Das reicht schon, eine ältere Schwester. Reicht schon, und deine Verbindung noch mit deinen Eltern, dass man irgendwie ganz schön schrägen Liebeschip hat und Sachen ins Leben zieht, einfach so aus Stallgeruch, die einem nicht gut tun. Also ich glaube, da liegt noch ein bisschen Arbeit vor dir, aber ich glaube, das Kapitel kann man vielleicht abschließen. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.